Zum Winterpokal der Amateure sind hinter dem Startwagen. Es treten an die Startnummer 1 Blue EQ André Schiller. Jerry Lou Gayotti 2 mit Franz Schmidt, Blättermann die 3, Heinrich Gens, Harry Bo die 4 mit Sebastian Behrens, die 5 Triple Laser Werner Schnieder, die 6 Janus R. Michael Schreiber und die 7 Garfield mit Peter Neijesus. Die ersten drei qualifizieren sich für das Finale. 50 Meter bis zur Startmarke. Der Start zum Winterpokal der Amateure. Erster Vorlauf ist gestartet. Triple Laser und Garfield beginnen ja am schnellsten. In der vierten Position sehr gut in die Partie gekommen ist Janus R. Dann sieht man in der vierten Position Harry Bo. Dann Blättermann, Blue EQ und am Ende des Feldes Jerry Lou GJ. Und Triple Laser hat sich durchgesetzt. Führt das Feld jetzt in den ersten Bogen hinein vor Garfield. In der dritten Position Janus R. Die erste Zwischenzeit ist 11-1. Triple Laser hat das Kommando und führt in zweiter Spur, kann sich hier Blättermann verbessern, rückt jetzt ja auch vor. Und dritter Position innen ist Janus R., das Feld ist hier vor den Tribünen. Und Triple Laser ist weiterhin an der Spitze und führt gegenüber Garfield. Dahinter außen Blättermann vor den Tribünen. Die Fahrt wird ruhiger vorne von Triple Laser. Vor dem Ziel geht es auf die Schlussrunde. Werner Schnieder schaut sich um. Die zweite Zwischenzeit 21:09. Triple Laser, Garfield außen, Blättermann innen, Janus R., dann Harry Bo in der fünften Position liegend. Dahinter Blue EQ und dahinter Jerry Lo GJ. Es geht hinein in den Trotto.de-Bogen. Erster Vorlauf Winterpokal der Amateure 2016 am 1000 Meter Pfosten vorbei. Triple Laser kontrolliert es und drosselt weiter die Fahrt. Garfield sitzt dahinter. Außen geht Blättermann. Innen Janus R.A. Dann Harry Bo. Dann Jerry Lo GJ und Blue EQ. Die nächste Zwischenzeit ist 20 glatt. Mitte gegenüber Triple Laser. Eine Länge vor Garfield. Außen Blättermann. An der Innenkante Janus R.A. Dann Harry Bo, Jerry Lou GJ und Blue EQ Mitte gegenüber. Die Fahrt zieht ein bisschen an. An der Spitze Triple Laser wird nicht angegriffen. Eine Länge dahinter ist Garfield, innen außen Blättermann, Janus R. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Im Schlussbogen der Gegner von Triple Laser sitzt dahinter fest. Das ist nämlich Garfield. Wohl außen kommt jetzt Blättermann, dann innen Janus R.A., dann Harry Bo. Es geht durch den Schlussbogen. Die Zwischenzeit, die war 13:06. Und vorne ist weiterhin Triple Laser. Innen sitzt Garfield fest, außen Blättermann in der Distanz. Triple Laser ist vorn, ganz außen kommt auch Harry Bo. Garfield kommt jetzt frei. Triple Laser, Garfield. Jetzt kommt Janus R.A. in der Mitte der Bahn. Und Janus R.A. gewinnt es. Dahinter Garfield. Dritter wird auf der Linie sogar noch Harry Bo. Dann Triple Laser und Jerry Lou GJ. Letzte Zwischenzeit 16:04. Sieger vorläufig im ersten Rennen, Winterpokal der Amateure, zweiter Vorlauf, erste Abteilung. Es siegte die Startnummer 6, Janus R.A. mit Michael Schreiber im Sulki. Zweiter wird die 7, Garfield mit Peter Neijesus. Dritter die 4, Harry Bo mit Sebastian.